athletischer älterer Herr, würde ich jetzt mal sagen. Deine Meinung zu William? Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde. Wir haben heute ein weiteres Video und zwar werden heute Fragen beantwortet aus der Instagram-Fragerunde. Getreu dem Motto, was hältst du von? Macht es Sinn, nur 1000 Kalorien pro Tag im Minicut zu fahren, um schnellstmögliche Erfolge zu erzielen? Ich würde jetzt mal behaupten, in wahrscheinlich 95% der Fälle eher nicht. Kleines Rechenbeispiel, du wiegst 100 Kilo, hast einen Körperfettanteil von 20%, bedeutet, du hast eine absolute Fettmasse von 20 Kilo. Wenn wir davon ausgehen, das hatten wir schon des Häufigeren, dass 70 Kilokalorien pro Kilogramm Fett pro Tag an Energie bereitgestellt werden können, dann kannst du maximal 1400 Kalorien ins Defizit gehen, ohne jetzt größere Gefahr zu laufen, sozusagen Lean Body Mass einzubüßen. Das wiederum würde dann bedeuten, dass du maximal 2400 Kilokalorien pro Tag verbrauchen dürftest, was wiederum bei einem Körpergewicht von 100 Kilo eher unwahrscheinlich ist. Wenn wir davon ausgehen, ein bisschen Bewegung hast du noch mit drin, trainieren tust du vorzugsweise auch, dann wirst du voraussichtlich darüber hinausschießen und die Gefahr ist einfach groß, dass du Masse einbüßt mit diesem hohen Defizit. Zudem kommt natürlich auch noch, dass du dann auf der anderen Seite relativ schnell dich sehr bescheiden fühlen wirst. Also spätestens mittel- bis langfristig und so eine arge Strategie würde ich maximal nur in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum fahren, wenn ich wirklich maximales Maß an Fett abbauen möchte, ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich eben keine Zeit mehr habe. Ansonsten Finger weg davon. So, nächste Frage. Was halte ich von Ganzkörpertraining? Bin ich ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan davon, außer man kann nur sehr selten in der Woche trainieren. Aber wenn man höher frequent trainieren kann und auch will, ist es für mich eine suboptimale Variante, weil wir brauchen eine gewisse Mindestintensität, ein gewisses Mindestvolumen pro Trainingseinheit, pro Muskelgruppe, um einen signifikanten Reiz zu setzen. Und das grätscht natürlich dem höher frequenten Ansatz irgendwo rein, weil wir dann regenerationstechnisch nicht hinterherkommen. Zusätzlich haben wir ein Problem mit der Blutallokation, weil wir fangen gerade an, die Brust voll zu pumpen, dann soll das Blut auf einmal in den Rücken gehen, dann soll es in die Beine. Dementsprechend immer so ein bisschen schwierig, das Beste da aus allen Muskelgruppen herauszuholen. Besonders, weil eben dann wiederum auch nach hinten raus irgendwo der Fokus verloren geht, weil wenn wir dann sagen, okay, wir brauchen aber eben dieses Mindestvolumen, Mindestintensität, dann dauern die Trainingseinheiten auch entsprechend lange. Also alles in allem eher eine suboptimalere Variante und wirklich nur für diejenigen zu empfehlen, die dann einen niedriger Frequenz Ansatz fahren. Ich weiß ja, wer jetzt übernimmt hier. Ich, weiß, ich übernehme jetzt. Der Kameramann, ne? Die. Aber ich muss noch was wegpacken. Herr Teutsch, haben Sie Zeit für eine kurze Frage? Ich denke schon, ja. Perfekt. Herr Teutsch, was halten Sie von unserem lieben Urs? Ja, Urs kenne ich ja mittlerweile schon seit, ich glaube 2018 war das, damals zur AMBF und GMBF. Bei AMBF, glaube ich, auch alles abgeräumt. Und seitdem stehen wir im Prinzip in Kontakt. Er weiß auch, dass ich ihn seitdem feiere, war auch bei seinem ersten Dennis James Classic Auftritt am Start. Und seitdem verfolge ich halt bestmöglich. Alles, was er macht, ist ja unser kleiner Hoffnungsträger, beziehungsweise mittlerweile muss man ja ganz klar sagen, Aushängeschild. Hat eine super geile, entspannte, weltoffene Art, feiere ich auf jeden Fall sehr. Wollten wir übrigens auch das Jersey, Shirt, Oberteil, wie auch immer man das nennt, holen. War aber tatsächlich zu langsam, ja, gewartet, weil wir ja noch on Tour waren. Aber Urs macht geile Sachen. Dementsprechend so, wenn du es siehst, mein Jung, weiter so. Patrick, warte kurz. Bevor du in den nächsten Satz gehst, eine Frage. Was hältst du davon, immer zum Muskelversagen zu trainieren? Ja, also grundsätzlich finde ich den Ansatz gar nicht so schlecht, weil natürlich auf der einen Seite, du häufst vielleicht ein bisschen mehr Ermüdung an, als wenn du dir ein bisschen was im Tank lassen würdest. Aber auf der anderen Seite stellst du natürlich immer sicher, dass du halt einen signifikanten Reiz in jedem Satz setzt. Und gerade vielleicht für diejenigen, die dann auch nicht so hardcore veranlagt sind, auch eine gute Methode, um tatsächlich sicherzugehen, dass sie auch intensiv
intensiv genug trainieren, obwohl das ja kaum einer von euch sagt, ja, ich bin jetzt nicht so, der so krass trainiert oder so. Das ist natürlich auch mal ein bisschen das Problem. Grundsätzlich muss man natürlich hier auch sagen, es gibt unterschiedliche Methoden, wie gehe ich zum Muskelversagen, richtig asozial und steigere dadurch maximales Verletzungsrisiko oder eben kontrolliert über den Muskel. Und in dem Zusammenhang natürlich ganz essentiell, wie strukturiere ich meinen Trainingszyklus. Ne? Habe ich feste Trainingszyklus und Pausen oder kloppe ich komplett durch und wäre das Ganze vielleicht dann irgendwann eher ein bisschen kontraproduktiv. Jawohl, kommt! Jawohl! Patrick, ich glaube, jetzt bist du so richtig schön im Modus. Ja. Eine Frage, die uns alle brennend interessiert. Was hältst du von Heiko Kalbach und seiner Reaktion auf dich? Ja, der Heiko, ja. Der Heiko. Athletischer, älterer Herr, würde ich jetzt mal sagen, der eine gute eigene Schnauze hat, was ich in einem gewissen Maße feiere. Hat halt seine eigene Meinung und die tut er halt kund. Ist natürlich manchmal so ein bisschen, ja, ein sehr starkes Pöbeln. Manchmal wirkt so ein bisschen erzwungen, dass es ja für YouTube quasi dann unbedingt sein muss. Grundsätzlich, ja, früher war es so, da waren die Ümmings und Öpings, standen am Fenster und haben nach draußen gepöbelt. Heute sind sie halt auf YouTube, ne? Neues Format. Weg vom Fenster. Patrick, wie ist deine Meinung zu den Men's Open Olympia, zu der Entwicklung bezüglich der Masse? Ist es zu sehr zu Ungunsten der Ästhetik? Also grundsätzlich muss man ja sagen, irgendwo ist die Männer-offene Klasse für die Masse da, ne? Und ich würde immer behaupten, wenn jemand massig kommt und gleichzeitig eine bessere Ästhetik mitbringt, beispielsweise, ja, ist halt die Frage zum Beispiel in Hunter Labrada, wie der sich jetzt entwickelt, wenn er draufpackt, ob er seine eher doch schon etwas ästhetische Linie gehalten bekommt, ob er dann nicht halt der potenzielle Anwärter eben Kombination mitbringt, Masse und Ästhetik und dann letzten Endes auch so ein Olympia gewinnt. Ansonsten haben wir natürlich auch noch die Classic Bodybuilding Klassen, die ja mittlerweile schon diesen starken Fokus auf die Ästhetik haben. Dementsprechend finde ich es eigentlich aktuell gut so, wie es ist. Oh, schön Pickel ausdrücken. Schön im Fit One am Spiegel. Ich habe einen Wimpel im Auge. Ja. Wahrscheinlich. Nice excuse. Wo drückst du denn hier Pickel aus? Bei dir vielleicht auch Pickel, Alter. Patrick, bevor du mit deinem nächsten Satz beginnst, was hältst du von Roman Fritz und seinen bisherigen Platzierungen in der jetzigen Saison? Ja, also wie man unschwer erkennen kann, bin ohnehin Roman Fritz-Fan seit vielen Jahren. Die Bandagen kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Nutze ich auch schon seit Ewigkeiten und empfehle ich auch jedem weiter, der mich fragt. Auch seine, gerade Roman Fritz-Week und egal welchen Content er bringt, habe ich mir eigentlich immer in der Prep reingezogen, auch durch die letzte Prep ordentlich gezogen. Zu seinen Platzierungen, ja, die waren jetzt vielleicht nicht so, wie sie vielleicht einige das erhofft hätten oder er vielleicht auch, aber das schmälert für mich, also für mich ist es relativ irrelevant, weil ich feiere ihn halt und wie er sich jetzt auf den Wettkämpfen platziert oder nicht, ist für mich dann mehr oder weniger zweitrangig. Hauptsache, ich finde immer noch, sieht ultimativ geil aus, hat eine geile Linie und feiere auf jeden Fall alles, was er so an Content bringt. Vielen Dank. Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where the turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curtain split. She know that I'm worth it. I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Patrick, nächste Frage. Was hältst du von vegetarischer bis hin zu veganer Ernährung im Profi-Bodybuilding? Also vegetarisch sehe ich gar kein Problem drin, ne? Allein durch
Whey, Eier etc. Also bloß weil du jetzt kein Fleisch isst, das ist äußerst unproblematisch. Vegane Ernährung muss man natürlich immer ein bisschen intelligenter angehen. Ne? Kann sich natürlich nicht endlos Gemüse jetzt holzen, beziehungsweise wenn man dafür auf Linsen, Klimbims setzt, kann das auch ein bisschen Abluft produzieren. Aber grundsätzlich auch mit dem Evo Vegan jetzt, ne? Mit dem perfekten Aminosäureprofil und wo man immer die Proteinsynthese maximal mit einer einzelnen Portion stimulieren kann, ist dem Ganzen natürlich nichts mehr entgegenzusetzen. Ne, jetzt mal ehrlich, also das meine ich auch ernst, aber grundsätzlich kann man da, wenn man das Ganze mit Sinn und Verstand angeht, auch heutzutage echt gut fahren. Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my nigga for a figure, that's not like me. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Eyes been on that prize, I cop that crib off. Oh, bist fertig mit Training? Ja, durch. Durch. Okay. Bevor du durchziehst, eine letzte Frage. Die Fragen aller Fragen. Deine Meinung zu William? Ja, an sich muss ich sagen, ich feiere seinen Content, muss ganz klar sagen. Er macht das ja alles mit Witz und Verstand, pöbelt jetzt halt nicht wie andere beispielsweise komplett drauf los. Also ich gebe mir den Content ganz gerne, haut ja auch ordentlich raus, entertaint die Leute, so soll es sein, kann gerne so weitermachen. An der Stelle bin ich natürlich auch froh, habe ich schon in der Story gesagt, dass ich ihm auch sein Lambo mitfinanziere, aber er soll natürlich wissen, dass die Jungs von der Goldenen Schere in Frankfurt auf dem Weg sind zu ihm. So meine Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wir haben jetzt noch eben ein bisschen gepostet. Ich bin schon wieder übelst am Schwitzen. Vielen Dank an der Stelle an Puls, ne? Gib Puls ein paar Props. Er unterstützt mich gerade hier deftig bei der Filmerei, was alleine mal ein bisschen schwieriger ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Ansonsten natürlich den Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut, denkt natürlich daran, dass ihr den Channel hier, mich und alles drumherum damit supportet, dass ihr bei Evo im Shop und natürlich beim Intelligent Strength Shop, richtig gutes Product Placement jetzt hier an der Stelle, mit Code Patrick bestellt. Stabilster Code EU West mit der größtmöglichen anabolen Wirkung. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren.